Die Bioabfallsammlung in Italien ist sehr gut entwickelt, besonders in Norditalien. Und seit November 2012 ist die Bioabfallsammlung auch in Mailand angefangen. Es sind ungefähr bis jetzt 350.000 Einwohner, die Bioabfall sammeln. Bioabfall heißt in Italien Küchenabfall, kein Grüngut. Und die Abschöpfung ist sehr hoch. Wir reden über 90 Kilogramm pro Einwohner pro Jahr. Das System funktioniert sehr gut, ist sehr effizient, besonders in der Abschöpfung und auch in der Qualität. Und das auch dank der kompostierbaren Biobeutel, die von AMSA, die Abfallgesellschaft Mailands, die eben AMSA zu den Haushalten gegeben hat. Und dazu kommt auch noch, dass Italien die nicht kompostierbaren Tragetaschen verboten hat. Das heißt, die großen Supermärkten, die geben jetzt nur kompostierbare Tragetaschen aus. Und diese werden auch wieder für die Bioabfallsammlung benutzt. Deswegen ist auch die Kontaminationsrate des Bioabfalls niedrig, ungefähr 3% bis jetzt. Und das heißt auch, dass das Material eine sehr hohe Qualität für die Kompostieranlagen hat. In diesem System ist Novamont immer in die Front und promoviert die Benutzung dieser Bioabfallbeutel und diese Tragetaschen und organisiert auch Besuche vom Ausland, aus Deutschland, wir hatten Gäste auch aus Schweden, England, Frankreich. Das Konzept, wir möchten dieses Bioabfallsammlungskonzept, Küchenabfallsammlungskonzept mit hohen Abschöpfungsraten und sehr hohe Qualität auch in anderen Ländern exportiert. Und das ist, das ist unsere Marketingweise. Wir machen ein Marketing des Systems statt des einzelnen Produktes.